2018 wurde auf der Fotokina eine Kamera angekündigt von einem Objektivhersteller, der schon lange, lange keine Kamera mehr produziert hat, und zwar die Firma Zeiss. Und die Firma Zeiss hat eine Kamera angekündigt, die, ja, die Dinge ein wenig anders machen sollte und ein paar Funktionen daher bringt, die man in einer Kamera klassisch nicht wirklich erwarten würde. Das Interesse war wahnsinnig groß und dann hat es ein bisschen gedauert, bis tatsächlich klar war, diese Kamera kommt tatsächlich. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich könnte jetzt schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich freue mich, dass mein Kollege Martin Wagner hier heute euch ein bisschen was mehr über diese Kamera erklären möchte, und darum gebe ich jetzt ab an den Martin. Viel Spaß mit der ZX1. Ja, hallo und herzlich willkommen, und ich freue mich da auch ganz besonders, das gute Schmuckstückchen hier zu zeigen, weil diese Kamera sicherlich ganz stark polarisieren wird. Ich hatte ja eben schon die große Freude, die Leica Q Monochrom zu zeigen, auch keine Kamera für jeden. Und hier haben wir eine Kamera, die auch nicht für jeden ist, auch von der Preisklasse her nicht. Und da will ich gleich der Frage vorweggreifen, die sicherlich gleich kommt. Preis hier 6.000 Euro, von daher schon nicht für jeden. Aber für den, der, und jetzt mal als ganz kurze Geschichte, ich mache quasi das Fazit schon vorweg, wer das Thema Kommunikation in den Kameras einfach mal ausprobieren will, die Kamera haben will, die eigentlich die Kamera ist, wie heute 2020 eine Kamera funktionieren sollte, der muss sich die mal genauer anschauen. Die Leica Z, Leica sage ich jetzt, mein Gott, peinlich, ne? Es ist schon später. Die Zeiss ZX1 ist eine Kamera, wie es der Stefan schon gesagt hatte, seit 2 Jahren erwartet, hochinteressant, weil wir hier die erste Kamera haben, die wirklich dann mit einem Betriebssystem ausgestattet ist, wo wir dann in Instagram, in Facebook, auf Flickr direkt aus der Kamera heraus etwas posten können. Von den Grunddingen der Kamera her, die ZX1 ist eine klassische Vollformatkamera, eine Vollformatkamera mit der Brennweite 35 mm, Lichtstärke 2.0, also absolut top Geschichte. Wir haben dann natürlich so die drei typischen Kameras, die in dieser Liga spielen. Mehr sind es ja nicht. Das ist zum einen die vorhin schon gesehene Leica Q, die es ja auch in Bundisch gibt. Wir haben die RX1 von Sony. Klassische RX1, das ist jetzt noch mal eine ganz alte, die Roadworn schon. Die ist schon 6, 7, 8 Jahre alt. Dann in den neueren Versionen RX1R und RX1-2 mit dann einem auch wie hier 2035. Ich stelle sie mal zur Seite, vom Größenvergleich her, klar, ist noch mal was anderes, aber, und jetzt drehen wir die Kamera mal um und dann fängt es nämlich an, interessant zu werden. Wir haben ein riesiges Display, auf der Rückseite, und dieses Display ist nicht einfach nur Display zum Gucken der Bilder, sondern es ist auch gleichzeitig unser Touch-Display, mit dem wir also sehr, sehr viel machen können. Und hier erstmals eine Kamera, die so bedient wird, wie es so die Generation Handy denn gewohnt ist. Und wenn ich hier zum Beispiel so Plus-Minus-Korrektur gehe ich hier drauf, dann kann ich hier über dieses Ding, über den Kopf ist es manchmal schwierig, hier dann entsprechend einstellen. Ich kann hingehen, den Weißabgleich, die mittenbetonte Integralmessung oder wie hier dann, hier runterziehen, Spotmessung und so weiter machen. Also quasi alle normalen Bedienelemente wandern hier auf einen Touch. Die Kamera ist extrem aufgeräumt, extrem puristisch, mit eigentlich nur dem, was wir fotografisch brauchen, nämlich mit Zeit, mit Blende und der Filmempfindlichkeit. Mit diesen drei Elementen gestalten wir ja unser Bild. Und wenn wir hier jetzt dann in die Bedienung der Kamera reingehen, haben wir also da sehr viele Möglichkeiten. Nicht nur mit dem Thema der klassischen Fotografie, sondern wir nutzen das große Display, um wirklich auch intensiv in den Bereich hineinzugehen mit
der Kommunikation. Und wenn wir hier sehen, was ich hier so für Dinge einstellen kann, haben wir hier also so die normale Einstellung. Und interessant wird es dann in diesem Fall, wo ich dann hingehen kann und sage, so, was habe ich hier für ein WLAN, für ein Bluetooth und so weiter. Was habe ich für Verbindungen? Was habe ich für soziale Medien, in die ich denn da reingehen kann? Und was wir damit machen können, zeige ich auch kurz. Wir können nämlich hier hingehen und können dann, wenn wir uns unsere Bilder anschauen, wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen Bilder durch. Wir haben hier natürlich beim Aufbau habe ich ein bisschen fotografiert, bin hingegangen. Und hier sehen wir auch schon mal so die ganz normale Art. Ich mache, lassen wir mal die Sunny, den Star hier. Ich kann hier auch dann entsprechend zoomen und gucken und machen und tun. Also wir sehen das alles dann ganz prima. Und jetzt sage ich halt, hurra, dieses Bild von Sunny ist ja so toll, das muss ich teilen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das entweder wie hier auf Flickr, ja, und ich lasse das mal angemarkert, weil ich kann nämlich einen Multishare machen. Ich kann das nicht nur auf Flickr, sondern ich habe es jetzt gleichzeitig auch nochmal auf anderen Kanälen. Wir sagen mal, wir machen das mal auf Instagram. Schwupp. So, jetzt muss ich hier gucken, dass ich da drauf komme. Nächster Schritt. Und jetzt mache ich es mal hochformatig und da sehen wir, da öffnet sich Instagram. Jetzt gucken wir mal, ob ich das hier so bedient bekomme, während ich dann so drüber mache. So, und kann dann hier entsprechend sagen, so, jetzt möchte ich also mein Bild von der Sunny entsprechend denn da posten. Sag, yo, will ich gar nicht bearbeiten, alles gut. Weiter. Teilen. Ich schreibe jetzt gar nichts dazu. Und wer mir auf Instagram folgt, Martin J. Wagner, wird jetzt dieses Bild live auf Instagram sehen. Also sehr, sehr coole Geschichte, direkt in der Kamera. Und besonders interessant sind da natürlich auch weitergehende Funktionen, wie zum Beispiel, und jetzt wird es ganz cool, unser Lightroom. Wir haben hier Adobe Lightroom und die gute Nachricht ist, Adobe arbeitet intensiv mit Zeiss zusammen. Die waren dort also an der Integration beteiligt, weil natürlich hier kein normales Android drauf liegt. Wir haben hier keine SIM-Karte. Ich brauche immer WLAN. Ich habe in dem Fall halt einfach mein Telefon dabei, mit dem das dann rauskommt. Und kann hier entsprechend dann also sagen, so, das ist jetzt hier mein Bild. Ne, gucken wir uns einfach mal ein geteiltes Bild. Gehen wir hier auf alle Fotos, die ich denn da so habe. Und kann hier dann also Bilder bearbeiten. Bilder bearbeiten. Ich bin hier voll in meiner Adobe Cloud, sodass ich auf diese Bilder, die sind jetzt nicht hier drin gespeichert, sondern in der Adobe Cloud, sodass ich hier eine volle Integration habe. Und das Betriebssystem, was wir drin haben, ist auf Android angelehnt, aber kein normales Android. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht in der Instagram-App auf die Kamera zugreifen. Ich kann aber auf die Bilder zugreifen. Und von daher eine sehr, sehr interessante Geschichte, wo wir hier mitarbeiten können. Fragezeichen ist natürlich dann, wie lange haben wir den Support? Wie lange können wir bei so einer Kamera, wo wir ja drauf angewiesen sind, wenn ich das teilen möchte, dass ich die Funktionalität habe, wie lange können wir das machen? Auch hier wieder die gute Nachricht. Dadurch, dass wir hier nicht das normale Android haben, haben wir natürlich nur die klassische normale Benutzerschnittstelle, also das API. Und soweit ich weiß, bei Facebook hat sich in der Grund-API die letzten 8 Jahre nichts geändert. Das heißt, wenn ich in den Grundfunktionen zu Hause bin, kann ich da auch sehr, sehr lange die Unterstützung denn machen. Was natürlich schade ist, ist, dass es kein wirkliches, vollständiges Android ist, weil wir hier keine eigenen Apps installieren können. Ich fände es natürlich super cool, wenn wir hier zum Beispiel die App meines Blitzgeräteherstellers drauf machen können, sodass ich von hier aus dann die Studioblitze steuern könnte. Das wäre natürlich dann schon mal sehr, sehr cool. Es wäre auch natürlich sehr, sehr witzig, hier dann auch, wir hatten vorhin das Thema mit Sun Surveyor oder Photopills oder sowas, dass ich hier also dann meine typischen fototypischen Apps denn da drauf haben könnte. Aber das geht im Moment noch nicht. Und bei allem, was ich jetzt sage, ist es wichtig zu sagen, im Moment, weil es ist ja alles Software. Und da geht es natürlich dann darum, wie kann ich diese Software entsprechend anpassen?
wie haben wir hier Firmware-Updates? Und die Firmware-Updates werden hier übrigens auch nochmal zeitgemäß über unsere entsprechende Over-the-Air-Geschichte verteilt. Das heißt, ich muss nicht diesen es grüßen die 90er, ich muss eine Karte in der Kamera formatieren, muss ran an den Computer, muss das in ein spezielles Verzeichnis reinsetzen, dann diese Karte in die Kamera reinstecken, drei Knöpfe gleichzeitig drücken und so weiter. Das ist ja alles Steinzeit, ist aber leider Gottes bei den meisten Kameras heute noch so. Hier haben wir ganz einfach den Punkt mit den Updates und die werden over the air entsprechend verteilt. Also von daher neue Bedienkonzepte, neue Konzepte in der Kommunikation, von daher eine sehr, sehr spannende Kamera. Über die Bildergebnisse brauchen wir gar nicht so diskutieren. Das ist eine Kamera mit einem 2035er Zeiss-Objektiv auf dem Vollformatsensor. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Filmmäßig bietet sie auch 4K, wenn auch nur mit 30p, aber ist ja durchaus ordentlich. Und wir können uns gerade mal schauen. Zum Glück können sich nicht alle Poser und Poster eine ZX-1 leisten. Noch schneller immer belanglosere Bilder. Ja, wer belanglose Bilder machen will, der kann das heute schon prima mitmachen. Da braucht man keine ZX-1 dazu. Ich glaube nicht, dass das in die Hände von Posern gelangt. Dafür ist es einfach zu wenig bekannt. Sie wird in die Hand kommen von Leuten, die einfach ja, so ein bisschen neue Technologie mal ausprobieren wollen, die einfach mal gucken wollen, wie sieht heute eine Kamera aus, die mit den Bedienkonzepten heutiger Kameras nicht ganz so happy sind, die sagen, Mensch, mein Telefon, da sind mittlerweile so tolle Bedienelemente. Oder ich habe noch als anderes Telefon, habe ich das Xperia von Sony, das Z5 Römisch 2, die Software, die da drauf ist, für das Filmen und fürs Fotografieren, sind zwei eigene Apps, wo wir zum Beispiel in der Film-App können wir LUTs drauflegen, da können wir hingehen, wirklich cineastisch mit dieser App arbeiten. Und sowas können wir hier natürlich dann auch über die entsprechende Software machen. Wenn ich das gerne hätte, brauche ich natürlich eine Kamera, die die entsprechenden Touch-Oberflächen hat, die hier auch extrem interessant von der Bedienung her. Wir sehen, das ist so ein abgewinkeltes Display. Wir zoomen mal ein bisschen ran, damit man das... Halt, so sieht man es ja am einfachsten. Also das Display ist hier wirklich abgewinkelt, sodass, wenn ich das hier dann habe und egal, ob ich am Bildschirm das mache oder aber beim Schauen durch den Sucher, kann ich hier hervorragend denn meine Touch-Dinge haben. Ja, es braucht mehr Strom. Ja, ich bin natürlich davon abhängig, dass dort die Updates gemacht werden. Aber... ich persönlich habe den Eindruck, dass Zeiss es da sehr, sehr ernst meint, dass Zeiss dort mit der Software sehr gut das weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit gerade mit Adobe ist natürlich cool. Was ich mir persönlich zum Beispiel wünschen würde, wäre, dass wir die Möglichkeit haben, direkt in der Kamera unseren typischen Bildlook, den ich zu Hause auf dem Rechner vielleicht kreiert habe, wo ich also sage, so meine typischen Bilder sind halt immer ein bisschen entsättigt, ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen so, und diesen Look direkt schon draufhauen kann. Das geht heute leider noch nicht, aber es ist alles Software, wie ich schon mal gesagt habe. Und da ist jetzt die Frage, wie tief wir das integriert bekommen. Und wir gucken gerade mal, ob hier noch andere Fragen dabei sind. Nee, das sind soweit keine anderen Fragen. Ich bin leider Gottes in der Vorstellung der Kamera auf eine Viertelstunde beschränkt gewesen. Von daher musste ich da ein bisschen Gas geben. Die wesentlichen Elemente sind also, dass wir hier eine Kamera haben, die endlich zeitgemäß bedient wird, wo ich sehr gut mit dem Touch arbeiten kann, wo ich eine Integration auch der Online-Dienste habe. Es ist die erste Kamera in dieser Art, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie man sowas dann auch noch aufbauen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da eine SIM mit reinzubringen, damit ich nicht immer halt mit einem Hotspot denn da arbeiten muss oder klassisch im WLAN zu Hause sein muss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort die Integration mit Adobe noch intensiver gemacht werden kann. Die Grundvoraussetzung der Kamera, und das ist das Erfrischende dabei, unser klassisches Bedienkonzept mit Blende, mit Zeit und mit Filmempfindlichkeit, das hat sie hardwaremäßig drin. Der Rest ist alles Software.